In einem Stromkreis von 230 Volt sind Widerstände R1 von 15 Ohm, R2 von 25 Ohm und R3 von 75 Ohm parallel geschaltet. Berechne den gesamten Widerstand, die gesamte Stromstärke sowie die Teilstromstärken in jedem Widerstand. Hier ein Modell der Situation. Für dieses Modell haben wir diese drei Formeln von Kirchhoff sowie das Gesetz von Ohm zur Verfügung. Zuerst die Angaben. Die Gesamtspannung beträgt 230 Volt. Der Widerstand R1 beträgt 15 Ohm, R2 beträgt 25 Ohm und R3 beträgt 75 Ohm. Gefragt werden der Gesamtwiderstand, den wir in Ohm ausdrücken, die gesamte Stromstärke, die wir in Ampere ausdrücken und die drei Teilstromstärken, die wir jeweils in Ampere ausdrücken. Beginnen wir mit dem Gesamtwiderstand R. Durch dieses Gesetz von Kirchhoff wissen wir, dass 1 geteilt durch R gleich ist zu 1 auf R1 plus 1 auf R2 plus 1 auf R3. Wir ersetzen R1 durch 15, R2 durch 25 und R3 durch 75. Somit erhalten wir diese Summe. Um diese Brüche zu addieren, machen wir sie natürlich gleichnamig und addieren die Zähler. So finden wir, dass 1 auf R dasselbe ist wie 9 auf 75. Und daraus schließen wir, dass R geteilt durch 1 gleich ist zu 75 geteilt durch 9. Also ist R gleich 75 Neuntel. Und das macht ungefähr 8,33. Der Gesamtwiderstand von diesem Stromkreis beträgt also ungefähr 8,33 Ohm. Jetzt die Gesamtstromstärke. Die bestimmen wir durch das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I. Aus dieser Formel schließen wir, dass I U geteilt durch R ist. Wir ersetzen U durch 230 und wir ersetzen R nicht durch 8,33, das wäre ja nur ungefähr, sondern wir ersetzen R durch 75 Neuntel. Das ist ganz genau. Und somit erhalten wir für I 230 mal 9 geteilt durch 75 und das ergibt genau 27,6. Die gesamte Stromstärke von diesem Stromkreis beträgt also 27,6 Ampere. Wir nutzen jetzt das Ohmsche Gesetz, um die erste Teilstromstärke herauszufinden. Das Ohmsche Gesetz besagt U gleich R1 mal I1 bei solch einer Parallelschaltung. Daraus schließen wir, dass I1 gleich ist zu U geteilt durch R1. Wir ersetzen U durch 230 und R1 durch 15. Somit erhalten wir für I1 ungefähr 15,3 Ampere. Für I2 gehen wir genauso vor, also das führt dann sehr schnell zu I2 gleich 9,2 Ampere. Und für I3 machen wir genau dieselbe Rechnung und so erhalten wir für I3 ungefähr 3,07 Ampere.